das spontane Interagieren, die Achtsamkeit dabei und noch viel, viel mehr sind alles Parameter, die bei diesem Projekt eine große Rolle spielen. Gerade dieses Interagieren macht mit den Tänzern und Tänzerinnen so viel Spaß. Movit ist für mich halt so, man kann sich kreativ austoben. Das Tanzprojekt richtet sich an Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren, die unter meiner Anleitung verschiedene Kunstformen und verschiedene Ausdrucksformen kennenlernen sollen, um mit Tanz und Musik gemeinsam dieses Projekt zu füllen. Es war sehr interessant, die Jugendlichen erstmal auf einem großen Stück Papier schreiben zu lassen, was ihnen spontan einfällt zu dem, was sie wirklich beschäftigt. Durch die verschiedenen Begriffe, die man da gesehen hat und geschrieben hat, haben wir dann versucht, uns ein paar Themen herauszunehmen, die wir vielleicht ein bisschen mehr durchleuchtet haben und uns ein bisschen mehr hineinversetzt haben. Der Hintergrund, die Zeitung als Requisit zu nehmen, ist einfach in erster Linie ein ganz pragmatischer, nämlich dass man etwas in den Händen hält, was man verwenden kann. Ein anderer zusätzlicher Gedanke war tatsächlich die Zeitung als Nachrichtenüberbringer. Was macht das mit den Jugendlichen, wenn sie heutzutage die Nachrichten sehen, lesen? Ist das alles wahr, was in Zeitungen, in den Medien drinsteht? Beschäftigen Sie sich damit? Wenn ja, wie viel und mit welchen Themen? Das Utensil Holzstöcke habe ich dazu verwendet, um in der heutigen Zeit nicht nur einen gewissen Abstand zwischen zwei Personen zu halten. Überhaupt fassen sich Jugendliche, die sich erstmal fremd sind, nicht sehr gerne an. Und das wollte ich ein bisschen überbrücken, indem ich diese Holzstäbe einfach dazwischen gestellt habe. Beziehung zu anderen und zur eigenen Person und vor allem auch das Körpergefühl mit der Beziehung, das haben wir versucht in einer schönen Tuchszene zu gestalten, darzustellen. Am Ende sind wir doch alle unterm gleichen Schirm oder sitzen alle im gleichen Boot oder wie auch immer man das interpretieren möchte. Gemeinsam sieht die ganze Sache dann am besten aus. Ich bin so beeindruckt von was ich jetzt gesehen habe. Junge Leute, die sich bewegen, mitmachen in Zeiten wie dieser Pandemie. Es ist unglaublich toll. Und die waren so frei in der Bewegung. Und ich war total begeistert. Die letzte Nummer ist natürlich eine sehr lebensbejahende und frohe Percussion-Tanz, freudige,
Party miteinander, denn das ist das, was Jugendliche schlussendlich am meisten interessiert. Doch die Probleme vergessen und nur gemeinsam Spaß haben, sich durch den Rhythmus gehen zu lassen und zusammen etwas kreieren. Aus der Woche habe ich so ein bisschen dieses mehr Improvisations-Dance-Gefühl irgendwie entwickelt. Ich fand es doch sehr schön, auch so ein bisschen meinen Körper kennenzulernen noch und einfach zu tanzen. Ich habe vieles gelernt. Auf jeden Fall, dass beim Tanzen Vertrauen sehr wichtig ist. Der Tanz mit den Zeitungen war irgendwie so mein Highlight, weil mir das irgendwie am meisten Spaß gemacht hat, auch mit dem Stuhl und sonst auch dieses Improvisieren. Hier entstehen ganz unglaubliche Momente, die überraschend sind. Aus dem Moment entstehen durch Improvisation in Musik und in Tanz, was die Jugendlichen hier mitbringen, was aus ihnen herauskommt, das stachelt an, das fasziniert uns und ja, begeistert alle.